Das ist natürlich eine Horrornachricht, die ich da an die Wand male. Aber käme es dazu, dann würden die Kurse der Aktien, vor allem auch von so Aktien wie Nvidia, ja doch deutlich fallen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Money Talk. Ja, und in solchen Zeiten, in solchen Rekordzeiten, da macht es natürlich Spaß, den Markt zu beobachten, wenn man drin ist in diesem Markt. Ich habe einen Gast heute wieder, der uns die Situation ein wenig näher bringt. Stefan Riss ist bei uns. Schön, dass du Zeit hast. Hallo, Carola. Ja, die große Frage, was sagst du zu diesen Rekorden? Wird es dir vielleicht schon ein bisschen blümerant oder sagst du nein, alles gut am Markt? Ja, ich bin ganz offen und ehrlich, ich staune doch ziemlich stark, dass wir einen so starken Aktienmarkt haben nach so restriktiver Geldpolitik, die es gab. Es gibt vielleicht so ein paar Faktoren, die das überlagern. Unter anderem dieses Hilfspaket, das die amerikanische Notenbank vor rund einem Jahr geschnürt hat, als die Silicon Valley Bank pleite ging. Da kam dieses Bank-Term-Funding-Programm auf. Und da haben sie dann doch wieder ziemlich viel Liquidität in die Märkte gepumpt. Es wird vielleicht ein bisschen weit führen, das detailliert zu erläutern, wie das lief. Das hat vielleicht so ein bisschen diese restriktive Geldpolitik, nämlich das Verkaufen von Anleihen aus der Bilanz der Notenbank, bekannt als Quantitative Tightening, konterkariert. Allerdings läuft dieses Programm jetzt aus. Es werden da keine neuen Kredite mehr vergeben. Und das könnte dazu führen, dass das stärker zuschlägt. Denn ja, die Stärke der Aktienmärkte ist schon verwunderlich. Das muss ich auch sagen. Wir haben 15% in rund 6 Monaten zugelegt bei unserem DAX. Aber lass uns noch mal ganz kurz auf diese Themen eingehen, die du gerade angesprochen hast. Denn darüber schreibt eigentlich niemand und berichtet auch niemand, dass es also immer mal wieder unter ganz neuen und originellen Namen dann irgendwelche Stimuluspakete gibt. Das ist ja bei uns im Grunde genommen auch nicht anders. Und dass dann im Grunde diese restriktive Vergabe von Geld, die ja durch die erhöhten Zinsen ausgelöst wurde, ein wenig umgangen und konterkariert wird. Also hier im Fall der Silicon Valley Bank, wir erinnern uns im letzten Jahr, da war das so ein großer Schock und danach gab es dann möglicherweise doch, wie du schon gerade sagtest, etwas Entwarnung und die Märkte konnten feststellen, dass die Notenbanken vielleicht nach vorne raus ganz strikt sind und nach hinten raus dann doch was anderes tun. So ein bisschen haben wir die Situation ja jetzt auch. Alle erwarten eigentlich im Sommer dann irgendwann den ersten Zinsschritt, sowohl aus Amerika als auch aus Europa, dass dann also die Zinsen gesenkt werden. Im Moment tun die Notenbanker so, als wollten sie davon nichts hören. Und die Konjunkturdaten, da gehen wir jetzt mal drauf ein, die zeigen eigentlich auch gerade in Amerika eine robuste Wirtschaft. Also das, wenn wir von Inflation sprechen, die vielleicht eine Gefahr ist, dann könnte die Notenbank sich tatsächlich hinstellen und sagen, nö, die Inflation ist uns immer noch zu stark. Oder wie siehst du das? Also was die Aktienmärkte betrifft, bin ich verwundert. Liege ich auch falsch mit meiner Vorsicht, die ich schon länger zeige, was die Inflation betrifft und die möglichen Zinssenkungen betrifft. Da habe ich es ziemlich gut vorausgesagt, weil ich immer gesagt habe, es wird dauern, bis die Zinserhöhungen kommen. Und zwar deswegen schon, weil die Beschäftigung nach wie vor sehr, sehr gut ist. Die Beschäftigungslage ist gut. Die amerikanischen Arbeitsmarktdaten überraschen immer wieder positiv. Und wenn ich also kein Problem habe mit Arbeitslosigkeit, dann habe ich überhaupt keinen Grund, als Notenbank frühzeitig die Zinsen zu senken, zu riskieren, dass ich eine zweite Inflationswelle bekomme. Und die bekomme ich dann ja eher, wenn ich die Wirtschaft ankurbel, wenn Arbeitskräfte eh schon knapp sind, dann führt das logischerweise zu noch mehr Knappheit am Arbeitsmarkt und das führt zu steigenden Löhnen, dann zu einer Lohnpreisspirale. Ich glaube zwar auch, dass Zinssenkungen irgendwann kommen werden und dass sie dann auch wieder schneller gehen als erwartet, weil die Konjunktur dann schneller einbricht, aber aktuell gibt es dafür noch keinen Grund. Nur was man eben wissen muss, ich weiß, der Markt ist natürlich fokussiert auf diese möglichen Zinssenkungen in der Zukunft und so lassen sich ja momentan auch ganz gut die Kursgewinne begründen. Aber wenn wir eben in frühere Zyklen hineinschauen, ob wir das Platzen der Internetblase vor rund 24 Jahren nehmen oder eben die Finanzkrise, da war es ja so, dass der Markt seinen Tiefpunkt fand, nicht etwa nach der letzten Zinserhöhung, sondern nach der letzten Zinssenkung. Das heißt, wenn wir eine Rezession bekommen, das war immer so die entscheidende Frage, wenn es eine Rezession gab, dann ist der Aktienmarkt trotz diverser Zinssenkungen erstmal noch lange Zeit weitergefallen. Das muss man wissen. Nur momentan passt ins Bild eher, dass sich die Aktienmärkte auf zukünftige Zinssenkungen fokussieren. Und deswegen steht das natürlich auch in den Nachrichten, denn es gibt den alten Spruch von André Costolani, an der Börse machen nicht die Nachrichten die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Das heißt, die Kurse laufen und dann überlegt man sich, ja, was kann eigentlich der Grund dafür sein? Und da passt nicht, dass steigende Zinsen in der Vergangenheit eine Nachwirkung haben, sondern da passt aktuell eben Zinsfantasie für die Zukunft.
Ja, die guten alten Ratschläge der guten alten Börsianer. Und dann gibt es ja immer wieder die Leute, die dann sagen, diesmal ist alles anders. Das ist eigentlich auch der schönste Spruch, der da an der Stelle immer wieder zum Tragen kommt. Aber meistens, wenn der eingeworfen wird, wird es gefährlich. So ist es, so ist es. Also wir sehen das jetzt, vielleicht gehen wir nachher nochmal ganz kurz auch auf den Kryptomarkt und auf den Bitcoin ein. Also da ist es ja schon wieder so, dass alle sagen, diesmal ist alles anders. Also wir werden nie wieder fallende Kryptokurse und Bitcoin-Kurse sehen. Aber lass uns ganz kurz mal auf einen anderen Aspekt gehen, der nämlich auch immer wieder gleich ist. Ich habe uns nochmal zum kurzen Überblick mal den Fear und Greed Index mitgenommen von CNN. Den habe ich ja ganz gerne hier bei mir im Money Talk. Oder aber auch meinen eigenen Community-Indikator, der eigentlich auch immer sehr gut liegt. Und hier sehen wir ja ganz deutlich, wo eigentlich dann auch die steigenden Kurse so herkommen, denn die Leute sind immer weiter greedy, greedy, greedy und das könnte ja, wenn wir hier noch weiter steigen, dann auch eben gefährlich werden. Ne? Dann sind irgendwann alle drin, warten nur noch drauf, dass noch weitere kommen, die Geld nachschießen und die kommen dann irgendwann nicht. Ja, wir sind ja hier nur noch in Anführungsstrichen im Greed-Bereich, wir waren die Woche davor im Extrem-Greed-Bereich, aber da auch noch nicht nahe der 100. Ich habe aber auch Stimmungsindikatoren, ich verfolge einen breiten Strauß, für mich ist das so. Ja, Stimmungsindikatoren sind für mich so das wichtigste Werkzeug, um kurzfristiges Markttiming zu versuchen. Und das gelingt manchmal auch ganz gut. Und da gibt es Indikatoren, zum Beispiel den Halbert Newsletter Index, den ich abonniert habe, wo es jeden Tag Werte gibt von Börsenbriefen in den USA, ob sie optimistisch sind, also ob sie long sind, einen Markt oder short sind, einen Markt, für Standardaktien, für Technologieaktien, auch für Gold und Bonds. Und dieser Index wird seit 2024 im Herbst berechnet und erreichte mit 98% für die Nasdaq einen absoluten Rekord, den es vorher noch nie gab. Also übersetzt heißt das, es gab 2% an Leuten, die neutral waren und 98% waren long. Und der Wert kann auch bis, also im Grunde auch theoretisch bis 100 minus laufen, so wie er auch 100 plus theoretisch erreichen könnte. In der Vergangenheit hat er bis zu minus 60% erreicht. Und das signalisiert dann immer, dass die Börsenbriefe, die dort ausgezählt werden, dass die netto short sind. Und jetzt sind sie halt netto extrem long. Das betrifft auch die Systemhändler, die sogenannten, man nennt sie Commodity Trader, Trading Advisor, weil die am Terminmarkt operieren. Und früher bestand der Terminmarkt ja vor allem aus Rohstoffen. Heute operieren die vor allem mit Aktienfutures. Die sind alle knalllong. Und das bedeutet, dass wenn der Markt, also solange der Markt da oben ist, verkaufen die nicht. Aber wenn der Markt dann mal korrigiert und die kommen dann so an ihre Stop-Loss-Marken, ne, das sind so Trendfolgeprogramme, dann könnte doch eine ziemliche Verkaufslawine auf die Märkte niedergehen und vor allem dann eben auch auf die Technologieaktien, wo immer mehr Geld reinfließt, wenn man sich anguckt, Sektorfonds. Du hast nur in einem Bereich Zuflüsse und da massive Zuflüsse, das sind die Technologiefonds. Bei den anderen haben wir eigentlich keine Euphorie bei den anderen Branchen. So ist es. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt vielleicht auch kurz nochmal beleuchten können. Es sind ja nur einige wenige Aktien im Grunde genommen. Es sind einige wenige Segmente, die diese Hosse im Moment antreiben. Das sieht immer so aus, als wenn der gesamte Markt und die gesamte Welt bullisch wäre. Aber tatsächlich reden wir hier immer nur über diese Tech-Werte. Und die sind natürlich schon in enormen Höhen, auch Bewertungshöhen, sodass hier bei Zahlen, bei Unternehmensdaten natürlich die kleinste Enttäuschung dann eben auch mal eine Verkaufswelle auslösen könnte, oder? Genau das ist der Fall. Wenn wir irgendwann mal jetzt bei diesen Unternehmen, vor allem ist es ja der KI-Bereich, der besonders gut gelaufen ist, also alle die Unternehmen, die irgendwie von dem Boom der künstlichen Intelligenz profitieren, wenn es da mal schlechte Nachrichten geben sollte, irgendeine Unruhe, oder stell dir mal vor, ich will das auf keinen Fall orakeln, wir sind eigentlich eher zuversichtlich, dass es nicht passiert, aber wir wissen, China will eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Und bisher hieß es in dem Dekret von China, wir streben eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan an. Das Friedliche ist jetzt bei dem Parteitag herausgenommen worden. Das heißt jetzt nicht, dass die in Taiwan morgen einmarschieren, ganz sicherlich nicht. Aber wenn sie es täten und wenn sie nur die Seestraße zwischen Taiwan und China, wo unglaublich viel Schiffsverkehr durchgeht, blockieren würden, und TSMC, also Taiwan Semiconductor, könnte die Chips nicht mehr liefern, ja, wie viel Minus habe ich dann bei der Nvidia-Aktie zu erwarten? Denn Nvidia, das muss man wissen, designt ja nur Chips. Die bauen keinen einzigen Chips. Alle Chips, die Nvidia designt, werden von TSMC und da überwiegend in Taiwan gebaut. Und bis die Chipfabriken in Dresden, in Magdeburg und in den USA
nennenswerte Stückzahlen produzieren können, werden noch Jahre vergehen, weil das wirklich ein hochkompliziertes Geschäft ist, das im Übrigen ja auch nur möglich ist mit den Maschinen von ASML in Holland. Also auch Taiwan Semiconductor ist vollkommen hilflos, wenn sie die Maschinen aus Holland von ASML nicht bekommen. Also da ist auch ein gewisses Risiko. Und wenn das dann käme, ja, eine solche Nachricht, das ist natürlich jetzt wirklich, wirklich auch ein Horrorszenario, was ich da aufzeige, oder aus einer ganz anderen Richtung, wo man sagt, na, boah, die Gewinnfantasie ist dann vielleicht doch nicht so groß oder doch nochmal wieder Antitrust, also dass die Monopolkommission in Amerika doch gegen diese großen Technologiefirmen stärker vorgeht. In Europa haben wir das jetzt ja in Bezug auf Apple schon und den App Store. Dann kann es auch mal deutlich runtergehen. Die Aktien sind nicht wahnsinnig überteuert. Da kann man sie nicht vergleichen mit dem Internetboom vor 24 Jahren. So hoch sind die Kursgewinnverhältnisse nicht, aber sie sind doch ambitioniert. Naja, und lass ein Kursgewinnverhältnis von 30 mal nur auf 25 gehen. Das heißt dann eben auch schon mal 15% Minus in der Aktie. Und ich würde an der Stelle dann vielleicht von deiner Seite, weil ihr natürlich langfristig orientierte Anleger auch seid bei Arcatis und dann wirklich auch die Aktien im Bestand lassen könnt, lass uns kurz mal drüber reden, wenn jetzt also Anleger relativ neu vielleicht in den letzten Jahren nur in diese Tech-Werte eingestiegen sind und hier jetzt also quasi auf den Magnificent Six oder Seven setzen, wie man sie ja so schön nennt. Was können Sie dann im Grunde genommen jetzt beimischen? Weil wir sagen ja, andere Bereiche sind recht günstig. Also wo könnte man sich jetzt umgucken und sagen, da kaufe ich mir jetzt mal ein paar gute Aktien, vielleicht mit einer ordentlichen Dividendenrendite, die ich dann liegen lassen kann, wenn es auch mal in diesem Tech-Sektor demnächst scheppert, weil er einfach jetzt schon so lang und so gut gelaufen ist. Im Grunde muss man in die zweite Reihe jetzt gehen. Gut gelaufen sind die ganz großen Titel und besser gelaufen ist deswegen auch der S&P 500 Index als großer Index oder in Europa der MSCI World mit den sogenannten Granulas. Was vollkommen zurückgeblieben ist, sind die Small- und die Mid-Caps, die kleineren Aktien. Da gibt es teilweise tolle Unternehmen. Ich kann hier keine Empfehlung abgeben, aber es gibt da tolle, qualitativ hochwertige Unternehmen. Wir haben ja einen Fonds, der mit KI-Unternehmen aussucht. Der pickt, also der guckt auf Fundamentaldaten, also nicht auf Kurse der Vergangenheit, sondern auf Fundamentaldaten. Und der pickt immer kleinere Unternehmen momentan. Warum? Weil die einfach viel günstiger sind mit der gleichen Bilanzqualität. Also da gibt es eine ganze Menge. Die sind jetzt seit Jahren unter Druck. Das hat natürlich auch mit den ETFs zu tun, weil die großen ETFs kaufen, also beziehen sich ja vor allem dann auf den S&P 500 oder den MSCI World. Das heißt, da ist das ganze Geld hingegangen. Und das sei so Anlegern, die eben neu in dem Geschäft sind. Ich weiß ja, so Finfluencer, die sind ja sehr, sehr stark orientiert in der Richtung, dass sie sagen, ETFs, ETFs, ETFs. Ich will die ETFs auch nicht schlecht reden, nicht falsch verstehen. Aber was man jetzt mal langsam verstehen sollte, ist, dieser so hochgelobte MSCI World ETF, der hat mittlerweile erhebliche Klumpenrisiken, weil ich 70% USA habe und da dann wiederum großes Schwergewicht eben in diesen Technologiewerten. Und wenn das runtergeht wie 22, dann wird man plötzlich sehen, dass der MSCI World schlechter läuft als ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der die Aktien und die Länder dann doch eben etwas breiter streut, um die Risiken eben rauszunehmen. Und deswegen würde ich, wenn ich jetzt ja, mich diversifizieren wollte, eher in die zweite Reihe gehen und da Unternehmen mit guter Bilanzqualität, wenig Verschuldung. Ja, und Stefan, ich bin auch immer ein großer Fan von aktiv gemanagten Fonds, auch wenn immer alle drauf schimpfen und sagen, die ETFs sind so viel günstiger. Aber genau aus diesem Grund macht es natürlich Sinn, dass man ein Klumpenrisiko wie beim MSCI, der ja gar nicht mehr drauf achtet, da wird ja überhaupt nicht drauf geguckt, ob es vielleicht einige Werte gibt, die hier viel zu schwer gewichtet sind in einem privaten Depot. Und insofern also die aktiv gemanagten, vielleicht auch Spezialthemen oder die zweite Reihe, kann man sich natürlich auch sehr, sehr gut mit solchen Fonds angucken. Stefan, ich danke dir an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute hier im Money Talk. Bist natürlich immer ein gern gesehener Gast. Und ihr Lieben, wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann lasst mir bitte ein Abo da. Ihr wisst, das ist hier die Währung. Ansonsten verlinke ich euch auch mit Stefan hier in den Shownotes, dass ihr da noch mehr Informationen bekommen könnt, wenn ihr euch für diese Themen interessiert. Es ist keine Anlageberatung, die wir hier machen, sondern nur gute Ideen austauschen. Stefan, insofern vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Gerne.